Herzlich willkommen, ich bin Silke Kayadeen und heute möchte ich mit einem Mythos bzw. mit einer Halbweisheit aufräumen. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Menschen, die abnehmen wollen. Viele von ihnen haben schon wirklich einen ganz, ganz langen Abnehmweg hinter sich und haben ganz viele verschiedene Tipps, Ratschläge und Ernährungsweisheiten mitgekommen, dass sie mittlerweile gar nicht mehr wissen, also was ist jetzt überhaupt richtig und was ist falsch. Sie sind total verunsichert. Und heute möchte ich mit der häufigsten Aussage aufräumen, weil ich jedes Mal mit ihr konfrontiert werde. Und zwar, machen Kohlenhydrate dick. Das ist so der Klassiker, wenn es ums Abnehmen geht. Und ich denke, dass diese Aussage sich noch ganz, ganz lange halten wird und nie so ganz verschwinden wird. Und zum Verständnis möchte ich kurz darauf eingehen, warum es zu dieser Aussage überhaupt kommt. Und das Thema Insulin spielt dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn wir nämlich Kohlenhydrate zu uns nehmen, kommt es in unserem Körper zu einem Insulinausstoß. Was ist aber jetzt Insulin? Genau. Also Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel in unserem Körper regelt. Steigt der Blutzuckerspiegel in unserem Körper nach Aufnahme von Kohlenhydraten an, produziert unser Körper das Hormon Insulin und der Blutzuckerspiegel sinkt wieder. So weit, so gut. Aber was passiert, wenn der Insulinspiegel dauerhaft zu hoch ist? Also wenn wir zu oft zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen? Ganz einfach. Also wenn der Insulinspiegel in unserem Körper dauerhaft zu hoch ist, lagert der Körper auch ständig Fett ein. Insulin ist nämlich ja so ein sogenanntes Speicherhormon. Insulin gibt dem Körper das Signal, Nährstoffe einzulagern. Und hieraus entsteht die Vermutung, dass Kohlenhydrate dick machen. Stimmt das also wirklich? Nein, es stimmt nicht. Warum? Ganz einfach. Auch wenn es sich plausibel anhört, darf man einen wichtigen Faktor nicht vergessen. Und zwar die Kalorienbilanz. Wenn ich den ganzen Tag nur Kohlenhydrate esse, aber am Ende des Tages nicht genügend Kalorien zu mir genommen habe, nehme ich auch nicht zu. Das ist ja logisch, oder? Wenn du zum Beispiel am Ende des Tages nicht genügend gegessen hast, also nicht genügend Energie zu dir genommen hast, dann kann dein Körper auch kein Fett einlagern. Was ist das jetzt genau für dich? Also wenn du am Ende des Tages nicht genügend gegessen hast, egal ob Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße, dann kannst du auch kein Fett einlagern. Also du kannst nicht zunehmen. Natürlich spielt Insulin beim Übergewicht eine wichtige Rolle. Denn dauerhaft einen erhöhten Insulinspiegel, der ist definitiv nicht gesund, da es dann zu einer Insulinresistenz kommen kann. Und hierbei sprechen die Zellen nicht mehr richtig auf Insulin an und der Blutzuckerspiegel steigt. Hierbei handelt es sich um die Vorstufe von Diabetes mellitus. Aber es wäre zu einfach und auch wirklich falsch, pauschal alles immer wieder auf das Insulin zu schieben. Immer noch entscheidend ist die Kalorienbilanz, also die Menge, die du zu dir nimmst. Will ich abnehmen, brauche ich eine negative Energiebilanz. Das heißt, ich müsste weniger essen, als mein Körper benötigt. Will ich zunehmen, brauche ich eine positive Energiebilanz. Das heißt, ich muss etwas mehr essen, als mein Körper benötigt. So einfach ist es eigentlich. Man kann also sagen, dass Kohlenhydrate nicht direkt dick machen, eher indirekt. Wenn man jeden Tag viele einfache Kohlenhydrate zu sich nimmt, in Form von Weißmehlprodukten, Nudeln, Teigwaren, dann führt das zu immer wiederkehrendem Blutzucker und Insulinanstiegen. Und was heißt das? Der Körper reagiert mit Heißhungerattacken. Das sind diese typischen Heißhungerattacken, die wir kennen. Was können wir jetzt tun? Also wenn Kohlenhydrate, dann eher zu Vollkornvarianten und Ballaststoffen greifen. Bei Vollkornprodukten steigt der Blutzuckerspiegel halt langsamer und gleichmäßiger an. Es kommt also nicht zu diesen bekannten Heißhungerattacken. Fazit, Kohlenhydrate machen nicht dick. Wichtig ist nur, dass du lernst, mit ihnen richtig umzugehen. Und jetzt hoffe ich, dass ich dir damit helfen konnte
und du jetzt dein Ziel einfacher und unkomplizierter und sicherer erreichen kannst. Bis bald, deine Silke. Und wenn du mehr von mir hören willst, abonniere meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.